Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA 23 Video auf meinem Kanal B45. Wir sind wieder in der Karriere vom Eisenmann, glaube heißt mein Trainer bei der FC Bayern Karriere. Ihr seht es aktuell rechts. Wir sind nicht gut. Wir gehen auf die Tabelle und gucken, wo wir stehen. Siebter Platz. Spielen gegen Dortmund, die sind erster Platz. Es wird ein sehr, sehr schwieriges Spiel. Bei uns geht es um alles oder nichts. Und deswegen würde ich sagen, überspringen wir und starten direkt in die Partie. Teammanagement würde ich tatsächlich so lassen. Musiala muss spielen. Für mich ganz klar. Die Auswechselbank würde ich so lassen. Alles weiter, Davis, De Ligt, Hernandez starten, ganz klar. Pavard über rechts. Obwohl ich würde gegen Dortmund auf Power setzen. Und da wäre Massaoui ganz gut. Coman passt perfekt. Goretzka passt. Dann würde ich sagen, wir starten die Partie. Dortmund spielt mit Kobel, Schulz, Schlotterbeck, Süle, Cash, Wolf, Özcan, Can, Reus, Bellingham und Haller. Auf jeden Fall eine sehr gute Offensive, was die Dortmunder bieten. Bei uns heißt es verteidigen und Tore schießen. So, da wird schon alles fürs Spiel vorbereitet. Die Fans treffen im Stadion ein. Es wird ein sehr, sehr hartes Duell, der Klassiker. Wir müssen alles geben oder nichts. Jetzt laufen die Mannschaften ein. Und damit startet der FC Bayern in der Allianz Arena zum Anstoß. Coman hat Ball. Erster guter Schuss von Goretzka, leider zu hoch. Ich muss mal den Trainer ausmachen. Vergessen auszuschalten. Kopfball. Stark, aber leider zum falschen Spieler. Özcan mit dem Ball. Marco Reus. Ganz gut. Manuel Neuer, wie auch zuletzt uns in den letzten Spielen sehr gut ausgeholfen hat hinten. Und oft oder sehr lange die irgendwie verteidigt hat. Und wieder Manuel Neuer. Er zeigt mit seinen 36 Jahren, dass er immer noch zu den besten Torhütern gehört. Jetzt Coman. Kann er es machen? Nein, kann er natürlich nicht im Alleingang, Mann. Massaoui. Der Marokkaner, wo im Sommer zu den Münchnern kam. Coman. Kann er es machen? Nein, leider nicht. Nächste Chance. Der Münchner. Passt er ab? Nein, er macht einen Fehlpass. Dortmunder machen sehr guten Druck. Bayern kann bis jetzt dagegen halten. Dortmund im Abseits. Ach, Fehlpass, Kimmich.
Davis. Auf Sané. Sané rennt vor. Kann jetzt. Wartet auf Anspielstation. Leider nicht gut genug von Sadio Mané. Auch er ein Neuzugang der Münchner. Jetzt wieder. Dortmunder machen sehr guten Druck. Der Licht kann verteidigen. Wieder Sané. Sané nimmt Tempo auf über links. Dortmund verteidigt gut. Niklas Süle, der ehemalige Münchner, der vergangenen Sommer zu Borussia Dortmund gewechselt ist. Masraoui. Ja, sehr schwierig, sehr schwierig. Dortmunder verteidigen auch sehr gut. Jetzt Musiala. Na, fast Jamal Musiala. Der 19-Jährige, der Münchner, der immer noch kein Game Pass bekommen hat. Traurig einfach EA Sports, dass sie es nicht auf die Reihe kriegen, Musiala einen Game Pass zu verpassen. Kimmich mit der Ecke. Guter Kopfball, aber leider zu unpräzise. Ja. Bayern machen sehr, sehr guten Druck. Wir müssen nur hinten gut verteidigen weiterhin, dann können sie das Ding schaffen. Schon wieder gut verteidigt, der Münchner. Foul von Dortmund, Nico Schulz an den FC Bayern. Schiedsrichterin greift direkt ein. Sehr gut. Nee, Wolf weiß, ich korrigiere Wolf, nicht Schulz. Die Münchner haben immer noch das gleiche Problem mit den Fehlpässen wie in den letzten Spielen auch, die zu solchen Aktionen führen können. Und das müssen die Münchner lernen, sonst kommt es zu solchen Aktionen. Manuel Neuer hält weiterhin die Null der Münchner. Bellingham spielt ins Aus. Einwurf der Bayern. Kuman über rechts. Kuman über rechts. Sané! Leroy Sané macht das 1-0 in der 43. Minute. Leroy Sané. Hier zeigt er einmal wieder, dass er gut über die Außenbahn spielen kann. ...1-0 die Bayern. Neuer verliert den Ball. Aus welchen Gründen auch immer man so einen Ball verlieren kann. Aber gut. Bayern muss verteidigen. Schlussminute. Schiedsrichter pfeift ab. Es geht in die Pause. So, gucken wir mal, wenn wir das. Mané hat eine sehr schnelle Power. Aber auch Gravenberch wird eingewechselt. Matthias Tell auch auf Dauer. Bleibt noch
abzuwarten, wie sich das Ganze entwickelt. Ich würde sagen, wir starten aber so in die zweite Hälfte. Anpfiff Borussia Dortmund. Die Dortmunder haben keinen so Druck wie die Münchner am Spieltag, da sie auf dem ersten Platz stehen. Die Münchner haben aber erst enormen Druck und man sieht es schon wieder. Sehr gefährliche Aktion von Hernandez. Sehr gefährliche Aktion. Kommt in letzter Minute noch, kann den Ball ablocken. Sehr gefährliche Aktion. Hätte auch schief gehen können. Erleichterung der Münchner. Kommt aber zur Ecke. Das können die Dortmunder gut. Sie haben die kopfballstarken Spieler. Und sie zeigen es direkt gleich mal. Fast das 1:1 durch Marco Reus. Wieder Ecke Borussia Dortmund. Manuel Neuer. Und der Licht rennt nach vorne, kommt aber nicht vor, spielt ab. Da war vielleicht die Ego zu groß von Goretzka. Davis nach vorne. Jetzt im Duell gegen Wolf. Verliert das Laufduell. Und das 1:1. Marco Reus. Die Dortmunder sind wieder zurück im Spiel. Jetzt muss Bayern noch mehr Druck erhöhen. Wieder Wolf. Wieder Coman. Fast die Chance da gewesen. Nico Schlotterbeck am Ball auf Emre Can. Dann wechseln wir mal Gravenberch gegen. Wir lassen ihn so spielen. Gravenberch für Goretzka raus. Gravenberch bekommt seine Chance jetzt. Auch der Niederländer kam im Sommer von Ajax Amsterdam. Kann sich jetzt bei den Bayern beweisen, dass er top war und zu Recht alle internationalen Top-Clubs an ihm dran waren. Dortmund beweist es erneut, wie kopfballstark sie sein können. Sané, rennst du jetzt? Musiala. Ah, passt. Sadio Mané. Ganz, ganz knapp. Kimmich mit der Ecke. Ball fliegt zu Kobel in die Hände. Bayern erhöhen den Druck. Die Münchner wollen den Sieg. Sie wissen, es steht viel auf dem Spiel. Aber auch Dortmund möchte die Tabellenspitze verteidigen. Malen. Lone Malen mit dem Versuch.
Dortmund weiterhin brandgefährlich. Davis. Davis mehr Tempo. Fast wieder. Die Chance da gewesen. Cash. Fast das Eigentor der Münchner gewesen. Sie spielen nämlich Risiko hoch und machen zu viele Fehler hinten im eigenen 16er. Schon wieder Ballverlust. Das gibt es nicht. Was spielen die Münchner? Verlieren sie jetzt die Nerven? Kimmich, Gravenberg, Foul an Leroy Sané. Kann Sadio Mané. Er macht das 2-1. In der letzten Minute reicht es den Bayern oder kommen die Dortmunder nochmal zurück. Das wäre jetzt die 3 Punkte für die Münchner. Sadio Mané. Steht da völlig frei. Schlotterbeck kommt nicht mehr ran. Emre Can viel zu weit hinten. Schlotterbeck verteidigt nicht richtig. Was soll Kobel machen? Wieder voran die Münchner. Was machen die Dortmunder? Für uns jetzt komplett die Nerven. 90. Minute, Emre Can gelb. Das Spiel ist aus. Bayern gewinnt den Klassiker 2-1. Knapp. Es hätte auch anders ausgehen können. Dortmund hatte viel, viele Chancen. Interview nach dem Spiel machen wir mal. Danke, dass Sie für ein kurzes Statement hier sind, so kurz. Es war bis zum Schlusspfiff eng, konnten Sie in den letzten Minuten den Siegtreffer machen. Das war Glück, oder? Manchmal braucht man eine Prise Glück. Nächstes Mal brauchen wir hoffentlich kein Glück. Das hatte mit Glück nichts zu tun. Manchmal braucht man auch eine Prise Glück. Bayern München hat zwar gewonnen, aber es war eng, hatten Sie Sorgen, der Gegner könnte auch mal nochmal rankommen. Für einen kurzen Moment, das war alles denkbar. Reus war beim Gegner heute einer der besten. Wie schwer war es, den Sturm von Dortmund am Torschießen zu hindern? Leicht war es nicht. Das war's auch schon. Vielen Dank. Weiter geht's in der Champions League gegen Viktoria Pilsen. Würde ich jetzt einfach mal
eine andere Elf aufs Spiel schicken. Teammanagement, Sadio Mané eine Pause geben. Für Tell Musiala spielt. Für Leroy Sané. Müller kommt für Musiala. Gnabry kommt für Coman. Gravenberg. Dann kommt Stanisic als Auswechselspieler mit für Massaui. Sabitzer kommt für Coman. So werde ich die Elf ins Spiel schicken. Das würde ich einfach schnell Simulation machen. Bayern gewinnt das Spiel durch Müller, Gnabry, Müller. Zurück in der Bundesliga. Geht das Spiel gegen Gladbach. Würde ich aussimulieren. Aber erstmal gucken, was macht unsere Jugendakademie. Da waren sie doch. Jugendspieler freigeben. Jugendspieler freigeben. Ich glaube, den Rest kann man wirklich vergessen. Und auch ihn kann man vergessen, das waren schon 17. Ich glaube, Jorge Santos kann noch was erreichen. Ein Entwicklungsplan, gucken wir einfach mal. Aber im Flügelspieler. Dann Scout-Aufträge. Scouts. Keine Spieler gefunden. Scout managen. Gut, vielleicht braucht er auch nur, ich weiß nicht, wie es da ist. Leveling. Rafa Guerrero, ja, das brauchen wir alles nicht. Ah, Jugendstab ist doch, oder? Ja, Scout verfügbar, Scout-Netzwerk aufbauen. Natürlich in Europa. Alle soll er suchen. Ich würde tatsächlich auf alle gehen, ja. Hier würde ich auch direkt den nächsten anfeuern. Das wäre Bernhard Dammerer. Kostet uns zwar ein bisschen was, aber es geht um die Zukunft unseres Teams. Den würde ich sogar nach England schicken. Doch, da ist England. Auch hier 3 Monate. Und hier würde ich Marc Nagy nehmen. Und den würde ich tatsächlich nach Frankreich schicken. Genau, auch hier alle. So. Laufen bei irgendwelchen Spielern Vertrag aus? Ich glaube, bei einigen war der Vertrag, dass wir, da wollte ich doch gar nicht rein. Teamzentrale war es, ne? Genau. Wie schlägt sich der Nübel 78? Ja. Der Licht
entwickelt sich bei uns gut. Auch Hernandez geht schon aufs beste Fußballeralter zu, aber ja. Are MBB, verliehen an Hannover, ich glaube, dass wir den verkaufen werden. Und Aula Rentsch. So. Grabenberg ist ein aufregender Mann für die Zukunft, den müssen wir öfter spielen lassen, ganz klar. Dann würde ich als Spielmacher machen. Sabitzer würde ich auf die Transferliste setzen. Gnabry auch. Da würde ich warten, aber ob da ein Angebot reinkommt. Und Matthias Tell zeigt großes Potenzial mit seinen 17 Jahren. Machen wir mobiler Stürmer. Ja. Sprinttempo hat er, glaube ich, alles erreicht. Ja. Da gucken wir dann nächstes Mal. Das würde ich auch einmal in Schnellsimulation durchgehen. 3-0, Müller, Müller und wieder Müller. Was ist denn mit Müller los? Der zerstört die Spieler, Gegner ja regelrecht. Gucken mal Tabelle an. Wir kommen schon höher, wir kommen schon höher. Das ist sehr, sehr gut. Wir haben 16 Punkte Dortmund. Wir sind nur noch auf 2 Punkte entfernt. Das ist sehr gut. Entwicklungsplan von Goretzka. Ich möchte das mit guter Entwicklung. Wir sind davon überzeugt. Das ist super natürlich. Scoring Netzwerkswahls für das Nationalteam, genau. Ein Transferangebot für Sabitzer, RB Leipzig. Sie wollen ihn zurückholen, sehe ich. Wir können ihn bis zu 35 Millionen, vielleicht auch ein bisschen mehr, gucken wir mal. Sabitzer, werden wir uns schon Gehalt einsparen. Wir fangen mal mit 40 an. Und sie zahlen die 40 Millionen. Wir haben einen super Deal gemacht, würde ich sagen. Normal müssten wir da beste Summe rauskommen. Und Leipzig hat ihren Marcel Sabitzer zurück. Das ist für Sabitzer gut. Das heißt Platz frei für Gravenberg. Transferabgang, 40 Millionen. Müsste super Zeugnis sein, weil ich habe mehr rausgeholt. Und das ist es. Ah, hervorragender Deal, das ist super. Assistenzvorschlag. Kimmich ist eine tolle Option für diesen Mannschaftsbereich. Du hast eine sehr gute Kadertiefe und Musiala scheint mir ein besonders interessanter Spieler zu sein. Wenn du ihn entwickelst und ihm immer mehr Spielzeit gibst, kann er zu einer besten Option werden. Musiala, gut, dass ihr mich erinnert. Wie sieht es bei dem eigentlich aus gerade? Ist super in der Entwicklung, das freut mich für Musiala. Party spielen. Auch hier gegen Wolfsburg machen wir Schnellsimulation. Und auch das gewinnen wir. Und auch Müller, der zerstört regelrecht. Normal müsste ja Müller in der Torschützenliste ja weit vorne sein dann. Der zerstört ja regelrecht die Gegner.
Auch das würde ich einfach jetzt mal überspringen. Auch die schlagt Manet und Coman, damit wir jetzt einfach mal ein bisschen vorankommen. Nationaltrainer auf Fährte Deutschland. Und ich würde sagen, das nehmen wir an. Wir werden Deutschland. Oder? Ich würde noch warten. Denn es ist ein verheerendes Angebot, ein großes Angebot. Wir sind jetzt Dritter mit Dortmund gleich. Wir können es schaffen. Ich würde sagen, dass wir uns überlegen, ob wir das Angebot annehmen. Und damit sehen wir uns auch in der nächsten Folge, würde ich sagen. Das war's von meiner Seite heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.